Freunde, wir haben Neuigkeiten zu Pokémon 151 und diese Neuigkeiten werden euch den Tag verzücken. Deswegen kommt jetzt hier diese Eilmeldung. Und ein paar haben es vielleicht schon mitbekommen. Es gab auch schon ein Video vom Pokémon Radio. Schaut an dich, Radio, auch wenn du kein Deutsch verstehst. Aber es geht um Folgendes. Und zwar haben wir bis jetzt gehabt bei den japanischen Sets, wenn ihr hier guckt, wir hatten immer 12 Illustration Rare Karten drinnen. Und die waren immer nummeriert. Und das hatten wir hier bei den ersten beiden Sets. Ja, bei denen hier hatten wir das. Was ich übrigens interessant finde, ist, dass die japanischen Illustration Rare Karten nicht so beliebt sind wie die englischen. Das ist was ganz was Neues eigentlich. Ja. Weil eigentlich waren es ja immer die, ja, die japanischen teurer von solchen Sachen, aber nee, bei uns ist das anders herum. Bei uns sind die Special Illustration Karten günstiger, aber für die Illustration Rare Karten teurer. Und ja, wenn ihr hier schaut, bei allen Sets gab es hier nur 12 Illustration Rare Karten. Hier das Magikarp, die beste Karte wahrscheinlich bis jetzt. Dann haben wir hier das Tyranita, auch eine mega krasse Karte. Bin auch schon gespannt, wie das bei uns sein wird, das neue Set. Und dann hier, auch hier hatten wir hier bis No Hazard auch nur 12 Illustration Rare Karten. Und wenn wir jetzt aber uns anschauen, Pokémon 151, das Tangela, dann seht ihr, dass bei den Tangela eine Nummer drinnen steht. Und zwar ist das ein Easter Egg anscheinend. Und da steht nämlich drauf, dass es die Illustration Rare Karte Nummer 13 ist. Und das bedeutet, dass diese Karte hier, Tangela, ein Hinweis darauf ist, dass in Pokémon 151 mehr Illustration Rare Karten drinnen sein werden, als in den vorigen Sets. Finde ich extrem gelungen. Ich habe ja schon gesagt, wir können mit einem Commander rechnen, mit einem Contexo. Die ganze Kanto-Entwickler, wenn die so eine Karte kriegen, ist das alleine schon etwas, was Sammler extrem zu sammeln werden. Ja, das wird etwas sein, was jeder Sammler zu Hause haben will, weil es gibt keine einzige krasse Commander-Karte, keine Bidasam-Karte, keine Shiki-Karte. Das wird das erste Mal, dass wir richtig krasse Artworks kriegen zu diesen Startern. Ja, wird extrem spannend. Also das Set wird, glaube ich, gut. Ja, aber bitte bleibt es noch cool. Ihr wisst, Pokémon Go war ein Flop-Set. Aber nach diesem Hinweis, dass Tangela jetzt die Nummer 13 ist der Illustration Rare Karten, kann ich mir schwer vorstellen, dass wir sogar die Bestätigung haben, dass es mehr als 12 von diesen gibt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das Set schlecht sein wird. Ja, also das wird mega spannend. Vermutlich wird das das Set des Jahres. Glaube ich schon. Ja. Und lasst mal ein Like da für diese Info. Lasst ein Abo da. Sofort. Los, drückt drauf. Jetzt. Und Ruhrplatte. Schaut euch hier eins von diesen Videos an. Ihr werdet es nicht bereuen. Extrem coole Videos. Wow.